Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag doch Charterbar. Ja, in der heutigen Folge geht es um Dummheit. Schlicht und einfach ausgedrückt. Dummheit, die man als Skipper bzw. als Crew auf jeden Fall vermeiden sollte, denn durch diese Dinge sind tatsächlich schon in der Vergangenheit so einige Schäden entstanden und da habe ich mir 5 Dinge rausgesucht, die ich euch heute weitergeben möchte. Solltest du das erste Mal bei uns auf dem Kanal gelandet sein und das Thema Yachtcharter und Meer, Urlaub auf dem Wasser genauso lieben wie wir, dann empfehle ich dir auf jeden Fall unseren Kanal zu abonnieren und vergiss auch nicht die Glocke zu betätigen, denn nur dann wirst du auch informiert, wenn wir wieder mit einem neuen Video online sind. Aber kommen wir zurück auf meine 5 Dummheiten, die ich euch jetzt vermitteln möchte. Und ich muss gestehen, ich habe auch schon die ein oder andere davon leider Gottes gemacht, aber auch nur einmal. Und da starte ich auch gleich mit dem ersten, denn da bin ich damals eines Besseren belehrt worden. Ich will euch kurz die Situation erklären. Wir waren schön segeln und ich war kurz davor, die Segel ein bisschen zu reffen, weil ich gemerkt habe, dass innerhalb kürzester Zeit, also wirklich in den letzten 10 Minuten, der Wind immer stärker geworden ist. Und ich habe mir gedacht, Mensch, vielleicht mache ich jetzt mal oder hole ich jetzt mal das Segel ein bisschen weiter ein, denn es wird immer stärker. Ich wusste, dass die Crew nicht so fit ist im Segeln. Das heißt, es gab nur einen außer mir, der hier schon mal segeln war. Und da kam einer der anderen Crewmitglieder und hat gesagt, oh nein, lass uns doch noch ein bisschen Gas geben, das ist ja gerade genial, wieso müssen wir denn jetzt die Segel reinholen, lass uns doch wenigstens noch ein bisschen das auskosten, bevor wir die Segel verkleinern. Ich habe kurz überlegt und den größten Fehler des Turns gemacht, indem ich gesagt habe, na gut, lass uns noch ein paar Minuten warten. Es heißt immer so schön, man soll dann reffen, wenn man das erste Mal daran denkt. Ich kannte diesen Spruch damals und habe ihn tatsächlich ignoriert, hätte ich nicht machen sollen. Aufgrund dieses Fehlers hatten wir dann am Ende von der ganzen Geschichte ein kaputtes Segel. Zum Glück war der Riss nicht ganz so groß. Aber es war dann so, dass, wie ich auch erwartet hatte, der Wind weiterhin angestiegen ist, stärker geworden ist und dann irgendwann so stark war, dass ich Probleme hatte, das Segel wieder einzuholen. Hätte ich das vorher gemacht, wäre ich dieser Problematik nicht ausgesetzt gewesen. Das heißt, Punkt 1, denkt bitte daran, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr reffen solltet und ihr verschwendet den ersten Gedanken daran, dann refft. Ihr könnt die Segel später immer noch rausholen, aber wenn ihr merkt, okay, es wird immer stärker, es könnte schwierig werden, hier irgendwann mal die Segel wieder zu verkleinern, dann wartet nicht ab. Und hier ist es auch egal, was jemand anderes sagt. Ihr habt als Skipper das zu verantworten. Ihr habt eine Verantwortung gegenüber der Crew auch gegenüber dem Schiff und den Segeln. Und deswegen solltet ihr das auf jeden Fall tun. Wenn ihr dann später merkt, okay, ihr könnt wieder ein bisschen mehr Gas geben, ein bisschen mehr die Segel rausholen, dann könnt ihr das ja immer noch machen. Aber Sicherheit geht in diesem Fall auf jeden Fall vor. Das Zweite, was auch nicht immer gemacht wird, ist, dass wenn man einen wunderschönen Turn hat und man guckt sich schon so ein bisschen um, wo man da vielleicht übernachten kann, dass man sich die nächstbeste Bucht aussucht oder die nächstschönste Bucht vielleicht. Ihr müsst immer darauf achten, dass ihr, wenn ihr euch einen Übernachtungsplatz aussucht, dass dieser Liegeplatz auch sicher ist. Und zwar nicht nur sicher für die aktuellen Bedingungen, die vorherrschen, bevor ihr den Anker werft, sondern ihr müsst auch daran denken, was ist denn, wenn A zum Beispiel der Wind drehen sollte? Wenn ich in dieser Bucht dann vielleicht nur vor Anker liege, was passiert, was ist mit meinem Schwollkreis? Also wir hatten auch schon zum Thema Ankern ein Video gemacht, das kann ich euch auch mal hier einblenden. Aber es ist auch nicht nur das, sondern selbst wenn ich irgendwo mit Anker und mit Heckleine fest liege, muss ich einfach wissen, was passiert, wenn hier der Wind dreht, wenn hier die Gegebenheiten sich ändern sollten. Und da ist es schon oft passiert, dass das ein oder andere Schiff dann in der Dunkelheit wieder aus einer Bucht raus musste, weil dann eben auf einmal der Wind genau in die Bucht reingeblasen hat oder eben der Wind stärker geworden ist und man nicht mehr sicher gelegen hat. Auch ich habe tatsächlich genau so eine Situation in der Vergangenheit schon mal gehabt. Ich war einfach nicht fest genug gelegen und musste dann, weil ein Gewitter aufgekommen ist, und damit rechnet man auch tatsächlich nicht im August damals in der Türkei. Also es hat dann sogar noch gehagelt, ja. Aber ich komme später noch zu einem Punkt, den ich offensichtlich auch missachtet habe, denn sonst wäre mir das nicht passiert. Aber
ja, ich musste dann einfach den Anker lichten, ich musste rausfahren, ich musste dann in der Dunkelheit mir einen neuen Ankerplatz suchen und das ist sehr unangenehm, das muss nicht sein und wenn man sich da früh genug einfach einen richtigen Ankerplatz aussucht und dann auch entsprechend festmacht, dann passiert das auch nicht. Der dritte Punkt, der auch in diese Richtung geht, ist etwas, was mich sehr wundert, weshalb das Charter-Segler immer noch zu selten machen, ist, sich mit dem Wetter auseinanderzusetzen. Wenn ich unterwegs bin, sollte ich wissen, was morgen oder auch heute Abend für ein Wetter angesagt ist. Ich sollte mich auf dem Laufenden halten. Ich muss eine Quelle haben, auf die ich immer wieder zurückgreifen kann, die mir sagt, was für Wetterbedingungen mich erwarten. Das ist wirklich essentiell wichtig. Und auch zum Thema Wetter hatten wir schon einige Beiträge. Wir hatten auch eine Live-Sendung mit dem Sebastian Wache, ein Wetterexperte. Und wenn man sich das mal anschaut, dann wird einem doch bewusst, Mensch, hoppla, da kann es schon Wetterschwankungen geben und nur weil es Sommer ist und weil man im Mittelmeer unterwegs ist, heißt das noch lange nicht, dass es hier nicht auch mal stärkere, unerwartete Winde geben kann. Wie gerade eben schon gesagt, ich war im Sommer in der Türkei und es ist sturmartiger Wind aufgekommen von jetzt auf gleich. Es hat gehagelt. Also hätte ich da vorher mich schlau gemacht, das war einer meiner ersten Turns damals, ich muss mich ja jetzt irgendwie entschuldigen, nein, aber das ist keine Entschuldigung, das sollte man gerade auch in den ersten Turns natürlich so machen. Ja, aber dann hätte ich mich einfach mal schlau gemacht darüber, dann hätte ich das gewusst, dann wäre ich in diese Bucht nicht gefahren, sondern wäre an einen Steg gefahren, hätte da richtig festgemacht und hätte mich darauf vorbereiten können. Also das ist ein Punkt, der auf jeden Fall wichtig ist, den man sich zu Herzen nehmen sollte. Und falls der ein oder andere jetzt hier zuschaut, der schon seit vielen Jahren segelt, wird sich vielleicht auch ertappt fühlen bei diesem Punkt, weil es eben doch so ist, dass man irgendwann in einen gewissen Trott verfällt und sich vielleicht ganz am Anfang mal so die Wettervorhersage für die ganze Woche anschaut, aber ja, das ist es dann auch meistens. Und dann merkt man, das Wetter ist schön und ja, man vergisst das Wetter und das sollte man definitiv nicht tun. Der nächste Punkt ist auch einer, den wir in ähnlicher Form mal in den letzten Videos angesprochen haben. Und zwar geht es hier um die Einweisung der Crew. Es kann während des Turns immer mal zu einer Situation kommen, bei dem man auf die Crew wirklich angewiesen ist. Und das ist meistens so, dass man mitten in einem Manöver steckt. Anlegemanöver, Ablegemanöver oder vielleicht auch eine Halse etc. Und dass dann etwas nicht so läuft, wie es laufen sollte. Und wenn man dann auf die Crew angewiesen ist und diese Crew nicht gut gebrieft ist oder die Leute nicht genau wissen, was sie zu tun haben oder vielleicht nicht wissen, wie sie die Leine zu werfen haben, wie sie die Leine festzumachen haben, dann kann ich hier kurzfristig ein großes Problem haben. Und deshalb bin ich der Meinung, dass man gerade am Anfang des Turns mit den einzelnen Crewmitgliedern, die einzelnen Positionen in Ruhe durchgehen sollte. Gebt denen Sicherheit, gebt denen Aufgaben und zeigt ihnen, was sie ganz genau zu tun haben. Überprüft das auch, sodass ihr, wenn es zu einer Situation kommt, wo schnell gehandelt werden muss, auch auf die Fähigkeiten eurer Crewmitglieder zurückgreifen könnt. Ganz wichtig, weil auch hier immer mal wieder Fehler passieren. Es ist dann auch schwer, wer ist jetzt schuld daran? Schuld ist immer derjenige, der die Verantwortung hat. Und das ist aus meiner Sicht der Skipper. Denn wenn er seinen Crewmitgliedern das nicht richtig gezeigt hat oder sich zumindest auch nicht davon überzeugt hat, dass sie es verstanden haben und können, dann kann man schlecht diese Schuld einfach weitergeben. Und es fängt schon an mit einem einfachen Knoten, gab es auch schon in der Vergangenheit. Derjenige, der das Dinghy als letztes genutzt hat, hat dann das Dinghy hinten am Schiff festgemacht, hat offensichtlich einen falschen Knoten gemacht. Der Knoten hat sich über Nacht gelöst, das Dinghy war weg. Ist jetzt keine akute Geschichte, die jetzt während eines Manövers passiert ist, aber ja, hängt doch damit zusammen, dass man offensichtlich hier die Crew nicht richtig eingewiesen hat, beziehungsweise die Fähigkeiten hier nicht überprüft hat und die Schuld meiner Meinung nach beim Skipper, Dummheit des Skippers, hier nicht richtig im Vorfeld gehandelt zu haben. Das nächste ist, ja, geht auch ein bisschen in diese Richtung des letzten Punktes, aber der fünfte Punkt ist ein Punkt, den ich sehr oft schon beobachtet habe, der mir jetzt so noch nicht passiert ist, aber ich sehe sehr oft Crews, die irgendwo anlegen möchten,
Und kurz davor entsteht auf einmal Hektik. Ihr habt das bestimmt auch schon mal beobachtet. Ihr liegt auf eurem Boot am Steg und es will jemand anlegen und auf einmal ist kurz vorher Hektik an Bord. Wie kommt so etwas zustande, fragt man sich normalerweise. Ja, es ist ganz einfach. Diese Crew hat sich einfach viel zu spät damit auseinandergesetzt, jetzt hier anzulegen. Wenn ihr ein solches Manöver mit eurer Crew vorhabt, sprich, ihr wollt irgendwo anlegen oder auch ihr wollt ablegen, dann solltet ihr mindestens eine halbe Stunde vorher, sage ich immer, mit der Crew dieses Manöver durchgehen. Das heißt, alles sollte vorbereitet werden, die Leinen sollten vorbereitet werden, die einzelnen möglichen Szenarien sollten mal durchgesprochen werden. Was erwartet uns vor uns? Müssen wir ankern? Wenn wir ankern müssen, wer hat was zu tun? Gibt es vielleicht eine Mooringleine? Was ist dann die Aufgabe desjenigen, der vorne ist? Wie werden die Leinen gelegt? Sind die Leinen schon bereit? Wer muss wann was werfen? Was passiert? Das ist gerade dann wichtig, wenn ich eine Crew habe, die vielleicht noch nicht so oft auf dem Wasser war, beziehungsweise wenn es der erste Tag ist und die Crew-Konstellation ist einfach noch neu. Und da sollte man diese Dinge so früh durchsprechen, dass jeder schon mal in seinem Kopf diese Abläufe drin hat, dass jeder schon mal die gewisse Sicherheit hat und nicht kurz vorher dann auf einmal nach der Leine sucht, die er noch gar nicht aus der Bugskiste draußen hat, die er noch gar nicht befestigt hat. Und ich habe da schon das ein oder andere Schiff gesehen, welches kurz vorm Anlegen dann nochmal losfahren musste oder vom Wind nochmal weggedreht wurde, beziehungsweise vom Wind weggeweht, ist jetzt natürlich der falsche Ausdruck, aber ihr wisst schon, was ich meine, wo einfach der Wind das Schiff gegen die anderen Schiffe gedrückt hat oder weg vom Steg gedrückt hat und das einfach nur, weil man nicht vorbereitet war. Teilweise waren die Fender noch nicht draußen gehangen. Also es sind viele Dinge, die hier schief gehen können und es liegt im Endeffekt immer daran, dass man nicht früh genug damit angefangen hat, all diese Punkte mal durchzugehen. Ja, das waren mal 5 Punkte, die definitiv dazu beitragen, dass es hier zu Schäden kommen kann. Ich habe euch auch erzählt, dass ich teilweise hier schon das ein oder andere Problem hatte. Aber diese Dummheit macht man nur einmal. Und damit ihr sie gar nicht macht, habe ich gedacht, können euch diese 5 dummen Fehler auf jeden Fall helfen, dass ihr diese, wie gesagt, nicht macht und dadurch dann mit Sicherheit auch den ein oder anderen Schaden verhindern könnt. In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch wieder weiterhelfen können. Ich freue mich natürlich über einen Daumen nach oben, wenn es hilfreich war für euch. Wenn ihr Anregungen habt oder Ideen habt oder Fragen habt und sagt, Mensch, das könnten wir doch vielleicht mal hier behandeln, dann fragt doch Charterbar quasi, schickt uns eine E-Mail oder hinterlasst einfach euren Vorschlag in den Kommentaren. Ich freue mich sehr darüber. Und wir sehen uns nächste Woche wieder hier bei uns auf dem Kanal. Macht's gut und bis dann.